Der Wind, der Wind. Das himmlische Kind? Ja, weil es gelingt, seine Kraft in großem Stil zu nutzen. Mit Ende des Jahres 2008 waren in Niederösterreich 345 netzgekoppelte Windanlagen in Betrieb. Sie stehen in 108 Windparks. Das entspricht etwa der Hälfte aller in Österreich installierten Anlagen. Zusammen sind sie imstande, in normalen Windjahren über 10% des in Niederösterreich verbrauchten Stroms zu erzeugen. Ein Beispiel ist der Windpark Bruck an der Leiter. Er nahm als einer der ersten in Niederösterreich im Jahr 2000 seinen Betrieb auf. Seine Errichtung geht auf eine private Initiative zurück. Eine Gruppe engagierter Personen plante und finanzierte diesen Windpark aus Klimaschutzgründen und um die regionale Wertschöpfung zu stärken. Gemeinsam mit den benachbarten Windparks Hollern und Carnuntum Petronell versorgt Bruck an der Leiter derzeit knapp 30.000 Haushalte mit Strom. Das hinterlässt Spuren in der Klimabilanz. Würde man zur Gewinnung derselben Strommenge fossile Brennstoffe verwenden, müsste man im selben Atemzug 67.000 Tonnen CO2 in die Atmosphäre schleudern. In unsere Atmosphäre. Eine Besonderheit des Windparks ist ein Windrad mit Aussichtsplattform. In einer verglasten Kuppel in 60 Meter Höhe kann man zusehen und genießen, wie Windenergie in Drehbewegung umgesetzt und Strom erzeugt wird. Das Energiepotenzial, das in der Windkraft steckt, könnte theoretisch noch verdreifacht werden. Viele Projekte stehen jedoch erst in den Startlöchern. Eine Ursache liegt in niedrigen Einspeistarifen. Die Betreiber der Windparks bekommen im internationalen Vergleich weit weniger Geld für den Strom, der aus der Windkraft stammt. Sie befürchten lange Amortisierungszeiträume und niedrige Gewinne. Doch die Zeit drängt. Das Scheitern des Klimaschutzes auf internationaler Ebene zwingt nationale Strukturen zu raschem Handeln. Aller Kritik an der Windkraft zum Trotz. Ich glaube, wenn wir unabhängig von Öl und Gas werden wollen, und das muss das Hauptziel sein, dann brauchen wir keine Kompromisse zwischen Ökologie und erneuerbarer Energie eingehen, sondern es gibt eine ganz klare Prämisse, das heißt mehr erneuerbare Energien. Und wir haben in Österreich einen klaren Weg beschritten, nämlich ein klares Nein zur Atomkraft. Gott sei Dank, deshalb sind wir auch in Europa so glaubwürdig. Wir haben kein Atomkraftwerk in Österreich, aber klar ist auch, deshalb brauchen wir mehr erneuerbare Energien. Weil die Lücke, die Kraft, wird in ganz Europa über Atomkraft geschlossen. Und wir müssen hier Vorbild sein, deswegen müssen wir auch Vorreiter sein, wenn es darum geht, einen möglichst hohen Anteil an erneuerbaren Energien zu haben. Und damit brauchen wir auch Windkraftanlagen und die Kleinwasserkraftanlagen, was uns in Niederösterreich ganz gut gelingt. Ein letztes noch zum Thema Windräder. Ja, sie verändern das Landschaftsbild, keine Frage. Letztlich ist es eine individuelle Entscheidung, was zur Priorität erhoben wird. Landschaftliche Idylle oder saubere Energie nach dem heutigen Stand der Möglichkeiten.